Eilmeldung. Laut der CIA aus Amerika hat Wladimir Putin ganz offiziell nicht direkt den Mord an Nawalny befohlen. Und das ist natürlich eine Eilmeldung, die wirklich mal alles in den Schatten stellt. Denn man hat ja gleich in den Medien eine unglaubliche Vorverurteilung gesehen. Wladimir Putin ist schuld. Und das muss man natürlich ganz klar sagen, ist ja auch hier in Deutschland jetzt immer mehr der Fall. Zunächst mal gilt ganz klar, bis es wirklich bewiesen ist und vor allem ein unabhängiges Gericht das Ganze entschieden hat, ist zumal ein Mensch unschuldig. Und in diesem Fall, das zeigt doch mal wieder, heutzutage muss man echt alles ganz getrennt beachten und beobachten und analysieren. Denn natürlich, was Wladimir Putin in der Ukraine macht, ist wieder was ganz anderes. Aber was mit Nawalny passiert ist, ist er nun einfach mal unschuldig. Das ist jetzt einfach so von der CIA ganz klar gesagt worden. Und da muss man eben mal unterscheiden. Man kann nicht einfach eine Person verteufeln und ihm irgendwie für alles und jeden die Schuld geben. In Deutschland läuft die Wirtschaft schlecht, ja, Putin ist schuld. Kommentieren Sie mir Ihre Meinung zu dieser Einmeldung und geben Sie mir doch auf jeden Fall mal einen Daumen hoch, um meine Arbeit hier auf YouTube zu wertschätzen.